Also, wir möchten endlich mal wieder alle gemeinsam in die Ferien fahren. Stimmt's? Oh ja, ja, alle zusammen. Und das soll natürlich ein richtiger Traumurlaub werden. Ja, wissen Sie, einer mit allem drum und dran. Ja, genau, mit richtig viel Wasser. Und Ruhe. Aber nicht langweilig. Tja, an welche Gegend dachten Sie denn? Kanarische Inseln, Norwegen, Griechenland, Alaska, mehr Norden oder lieber Süden? Ach, wissen Sie, das ist uns ganz egal. Hauptsache, es ist schön da und jeder hat seinen Spaß. Was würden Sie denn gern im Urlaub tun? Angeln. Da habe ich genau das Richtige für Sie. Hochseeangeln. Etwas für Kenner. Was? Vergiss es. Du bist doch kein Fischmörder. Und wenn ich die Fische gleich alle wieder ins Wasser schmeiße? Eigentlich will er doch nur die Regenwürmer baden. Dann komme ich nicht mit. Ach, Caro. Nun sag mal, wie stellst du dir denn den Urlaub vor? Sonne. Wasser. Wasser? Oh ja, ich muss unbedingt surfen. Das ist mir ja alles viel zu wenig. Ich will Abenteuer. Da habe ich genau das Richtige für Sie. Eine Kreuzfahrt zu den Galapagos-Inseln im Pazifik. Viel Wasser, viele Fische und eine abenteuerliche Welt mit seltenen Tierarten. Oh, stark. Mama, da müssen wir unbedingt hin, ja? Da war bestimmt noch keiner aus meiner Klasse. Ist das nicht ein bisschen weit weg? Henry, das ist es doch gerade. Keine Anrufe, keine Besuche, kein Computer. Und Alfred findet das auch. Das wären dann also für alle fünf zusammen abzüglich Kinderrabatt plus Saisonzuschlag zuzüglich Mehrwertsteuer gleich 32.890 Mark und 20. Darf ich für Sie buchen? Ah ja. Ja, das überlegen wir uns dann doch noch mal. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Kopf hoch, Kinder. Machen wir mal wieder Rasenurlaub im Garten und jeder kann machen, was er möchte. Cool. Das kommt gar nicht in Frage. Wir fahren gemeinsam in die Ferien. Alfred, komm, sind wir nun eine Familie? Ja oder nein? Alfred! Was war denn das für ein Spinner? Das ist Rico, so ein Angeber aus der Oberstufe. Aber einen tollen Schlitten hat er schon unterm Hintern, wa? Muss mal sehen, wie viel Weiber dem hinterherrennen. Der hat jede Woche eine neue Freundin. Richtig eklig. Ey, Caro, der will das von dir. Hey, Caro. Hi, Rico. Heiße Maschine. Na, wie ist es? Lust auf eine kleine Spritztour? Klar. Ja, ich will den Kuchen. Danke. Ob ich auch mal so werde? Wer weiß. Ach, Mensch. Hi, Milli. Oh, hi, Tobi. Tolle Maschine. Geht's dir nicht gut? Typisch, bei mir funktioniert sowas nie. Super! Musst du unbedingt mit dem ganzen Clan zusammen losziehen? Seid doch einfach ab und bleib hier. Wir könnten total auf High Life machen. Schön wär's. Kennst meine Mutter nicht, wenn die sich was im Kopf gesetzt hat. Hey, ich hab was für dich. Eine Telefonkarte? Na, wenn ich dein Clan nicht gerade in die Wüste verschlepp, komm ich dich besuchen. Du brauchst mich nur anrufen. Oh ja! So, und jetzt bitte die ganze Familie hintereinander aufstellen. Und alle anfassen. Und die Augen zu. Und alle mir nach. Alfred, komm! Und nun die Augen auf. Darf ich vorstellen, das ist Elvira. Ein alter Kahn? Das ist ein Hausboot. Kann man damit auch fahren? Ja, na klar. Ich habe ja extra meinen Motorbootführerschein erneuert. Ach, du wusstest ja gar nicht, dass du sowas hast. Ja, da könnt ihr mal sehen. Mama macht eben nicht nur die Straßen unsicher, sondern auch die Weltmeere. Abwarten, Henry. Wollen wir mal gucken gehen? Hallo? Ja, na los. Los, Alfred, lauf. Henry, du sagst ja gar nichts. Gefällt dir Elvira nicht? Hast du das alte Mädchen etwa gekauft? Ach, gemietet.
Oh, dann gefällt sie mir sehr. Also, Alfred, ich weiß nicht. Irgendwie sieht es anders aus als andere. Na und? Ich sehe doch auch anders aus als andere. Ja, aber du bist auch kein Auto. Nein, das bin ich nicht. Störe ich? Aber nein, Frau Voss, kommen Sie nur. Ich habe eine große Bitte. Könnten Sie vielleicht in den nächsten 3 Wochen unseren Postkasten entleeren? Wir fahren nämlich in Urlaub. Ach, Sie fahren weg? Wohin denn? Wir haben uns ein Hausboot gemietet. Ach was. Ach was. Ein Hausboot. Ein Hausboot. Hast du das gehört, Hast Alfred? Du das gehört, Gundula? Ein Hausboot. Aber natürlich kümmern wir uns um Ihre Post. Schließlich sind wir doch Nachbarn. Na, das will ich doch meinen, Frau Babcinek. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schön. Ja, und wie sagt man noch bei Schiffen, Olli? Ahoi. Bitte? Ahoi. Ach so, ja, richtig. Ahoichen, Frau Voss! Oje, oje, hier soll ich kochen. Du sollst dich erholen. Ich koche. Du? Ja, ich. Bitteschön. Schwerer Seegang heute. Ist dir was, Vicky? Nein, nein. Ich muss irgendwie was Schlechtes gegessen haben. Alle Mann zu mir! Also, hier sind die Schwimmwesten. Oh, 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 rechnest du mit einer Havarie? Henry, man weiß nie. Vielleicht verirrt sich ja ein Eisberg. Außerdem, die Titanic hat auch nicht mit ihrem Untergang gerechnet. Also, wenn Alarm kommt, sofort die Schwimmwesten anlegen und alle Mann an Deck. Und von nun an, alles hört auf mein Kommando. Aye, aye, Captain! Das ist ein Bilderbuchwetter, hä? Stimmt! Rolling home, rolling home, come marry my sin. Rolling home, sweet harmony. Mama, guck mal dort, die Kelly Family. Wenn er da nicht ist, dann... Mama, wo ist denn der Fernseher? Na, in einem von den Kartons. Da ist er nicht. Wir haben schon alles nachgeguckt. Tatsächlich? Mama, du willst doch wohl nicht etwa sagen, du hast den Fernseher vergessen. Das kann ja passieren. Mann, wo heute so ein schöner Horrorfilm kommt. Und meine Serie. Und mein Fußballspiel. Och, nun hört doch mal auf mit diesem blöden Fernseher. Stellt euch doch mal vor, wir vier sind auf einer Expedition und erforschen mit unserem Schiff eine völlig unbekannte Gegend. Was soll denn hier schon unbekannt sein? Mama, wir waren hier schon 100 Mal. Ja, aber doch nicht auf dem Hausboot. Überall lauern Gefahren. Kinder, denkt daran, wenn die ersten Haifische auftauchen, hat unser Captain eine falsche Seekarte unterm Zirkel. Du willst doch wohl nicht sagen, wir müssen die ganze Zeit auf dem Boot bleiben. Natürlich nicht. Wir haben noch die Räder dabei und damit erforschen wir dann das Landesinnere. Oh Mann, ohne Fernseher ist hier alles Kacke. Es wird total öde sein hier abends. Gehen wir jetzt runter? Oh geil, jetzt ist es endlich mal spannend. Alarm! Alarm! Was ist los? Ich weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Hier, Milli. Alfred! Hallo,
3:20. Das ist ja eine lausige Zeit. Mensch, geht Vicky, was ist denn los? Gehen wir jetzt unter? Unsinn, das war eine Rettungsübung. Wegtreten. Meine Güte, das gibt's nicht. Bist du wahnsinnig? Elvira, entweder du machst deinen Job oder du wirst verschrottet. So, jetzt machen wir uns ein gemütliches Abendbrot und dann lassen wir uns in die Koje fallen. Überraschung! Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen eine Expedition. Mitternachtspicknick draußen in der Wildnis. Wahnsinn. Muss ich da mit? Also ich würde sagen, ich würde ja auch... Die ganze Mannschaft, mir nach! Nein, Leichtmatrose Alfred, du bleibst an Bord, du übernimmst die Ruderwache. Warum bin ich kein Hund? Was? Mama, wann sind wir endlich da? Ich kann nicht mehr. Ich hab Hunger. Jetzt reißt euch doch mal zusammen. Was seid ihr denn für Forscher? Henry, wo bleibst du? Der ist doch schon längst weg. Hoffentlich ist ihm jetzt nichts passiert. Ach, was soll ihm denn passiert sein? Er hat keine Kondition mehr. Los, da vorne errichten wir unser Picknickcamp. Und Henry liegt jetzt schön mit Alfred in der Koje und pennt. Oh Mann, haben die's gut. So. Hier ist jetzt erstmal was Warmes. Das hebt die Stimmung. Danke. Mama, du kniest auf meinem Fresspaket. Oh, entschuldige, dann nimm doch meins. Auf dem Käse sind Ameisen. Ist doch nicht so schlimm. Caro ist doch die Vegetarierin. Oh, und außerdem sind die überall Mücken. Was seid ihr denn für Memmen? So wie wir hier an diesem Lagerfeuer sitzen. So saßen damals die ersten Siedler, als sie den amerikanischen Westen erforschten. Mann, waren das arme Schweine. Also als ich in eurem Alter war, da war ich ganz scharf drauf, Abenteuer zu erleben, so wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Es ist Nacht. Überall um uns herum Wildnis. Wir sind umgeben von Tausenden von Gefahren. Es riecht richtig nach Abenteuer. Nee, nee, Mama, guck mal. Das ist nur meine Kartoffel, die ist verbrannt. Psst. Seid mal ganz still. Sag mal, Mama, hast du hier ein Wildschwein hergestellt oder sowas, um uns zu erschrecken? Sowas traut ihr mir zu, das würde ich doch nie machen. Ja, oh. Ja. Das hört sich aber an eher wie ein Nashorn. Henry! Ah, mich hat's erwischt. Nashorn oder Wildschwein? Haha, Elefantenbulle. Ich habe nicht geglaubt, dass wir unsere alte Elvira wiedersehen. Das nächste Mal nimmst du einen Kompass mit, Captain. Brauch keinen Kompass. Ich habe einen ganz prima Orientierungssinn. Ach ja? Und deswegen sind wir wohl auch die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Da wollte ich euch nur mal testen, ob ihr das auch merkt. Nicht mal Alfred erkennt uns wieder. So lange waren wir weg. So. Danke, reicht. Genug! Ich habe keinen Hunger. Warum habt ihr denn keinen Hunger? Ihr müsst doch Hunger haben.
Ist so eine schöne Landschaft hier, das macht satt. Ja, und außerdem, wir wollen doch gleich wieder auf Expedition gehen, ins Landesinnere. Schon wieder? Das macht ihr doch schon seit 3 Tagen, seit wir hier angelegt haben. Na, du hast doch gesagt, wir sollen die Gegend erforschen. Das stimmt. Und heute komme ich auch mit. Du? Ja, warum nicht? Aber sonst machst du doch immer ein Nickerchen nach dem Essen. Heute mal nicht. Ach, Vicky, weißt du, ich glaube, es ist nicht das Richtige für dich. Der Weg ist anstrengend. Na, und weit trotz Fahrrad. Aha, und für dich nicht? Oh doch, und wie? Ich mach's doch nur der Kinder wegen. Aber es muss sich doch nur einer opfern. Hm? Ruh du dich nur schön aus. Ach, Henry, bei so viel Liebe muss ich mich einfach aufs Ohr legen. Manu, drück mal auf den Gas! Mach Hunger! Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Dankeschön. Ist hübsch bei Ihnen. Ja. Vielleicht haben Sie ja mal Lust, mit Ihrer Familie bei uns Ferien zu machen. Wir haben eine Menge zu bieten. Pferde, Westernreiten, Kostümverleih. Wissen Sie, meine Familie ist mehr für die See. Ach, na, baden können Sie natürlich auch bei uns. Ich meine See und Schifffahrt. Außerdem ist mein Schwiegervater nicht mehr der Jüngste, für den ist das hier gar nichts. Sagen Sie das nicht. Seit 3 Tagen kommt ein reizender älterer Herr mit seinen beiden Enkeln zu uns und alle sind hellauf begeistert. Mhm. Möchten Sie etwas essen? Ach ja, ich möchte gern eine Pizza. Nein, ich möchte 5 Pizzas und eine davon zum hier essen. Na wunderbar, wir haben noch Plätze frei. Hey Mama, willst du auch mal reiten? Nanu, Vicky! Wie hast du uns denn ohne Kompass gefunden? Mit meiner Spürnase, ihr Verräter! Lasst mich hier einfach auf dem Kahn allein und macht hier Tamtam, ihr Landratten! Ja, die schmeckt. Jetzt ist mir auch völlig klar, warum ihr keinen Appetit auf meine köstlichen Suppen hattet. Köstlich? Oh. Du, Mama, ich habe vorhin mit Rico telefoniert. Stop and Go ist in der Stadt. Dieses Verkehrschaos willst du dir ansehen? Na, das ist doch pervers. Stop and Go ist eine Popgruppe. Und die sind so geil. Mama, die darf man nicht verpassen. Tatsächlich? Mann, Mama, hast du nicht gemerkt, die will dich abseilen. Na gut, wenn du nicht möchtest, dass ich gehe, bleibe ich natürlich. Ja, aber wie kommst du denn dahin, Caro? Na, Rico holt mich ab. Und weil das Konzert so spät zu Ende ist, schlafe ich zu Hause. Und Rico bringt mich dann wieder her. Bitte, bitte, bitte. Nö, du bleibst hier, genau wie wir. Henry, was meinst du? Du bist der Captain. Bitte. Ja, von mir aus doppelt. Ja! Oh Mann, ist das gemein. Immer die. Millie, dafür hast du Henry und mich ganz für dich alleine. Jo. Na geil. Alfred ist weg. Ach, der wird sich irgendwo versteckt haben. Ich hab doch nach ihm gesucht. Na, hoffentlich ist ihm nichts passiert. Und dann ist da noch ein Brief von der Bank. Wahrscheinlich Kontoauszüge. Wawczynek? Ah, Frau Voss, gerade lesen. Ich meine, sortieren wir Ihre Post? Ja, ist aber nichts Besonderes dabei. Nein, Ihre Mutter schreibt aus Italien. Und dann ist da noch ein Brief von der Bank. Ja. Ach, Alfred. Ja, der ist hier.
Nein, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Natürlich kümmere ich mich um ihn. Ja, ja. Ach, und schönen Dank noch, dass Sie uns Ihren Fernseher überlassen haben. Also das ist ja so interessant, wenn man im Garten fernsehen kann, ja. Alfred, möchtest du Kuchen? Das schmeckt nicht fein. Hi, ich bin Rico. Hi, ich bin Mama. Na also dann, bis morgen. Tschüss. Mach's gut. Doch. Halt die Ohren steif. Ja. Mein Gott, was ist das für ein Maschinenhimmel? So was habe ich mir immer gewünscht. Henry, als ich in Karos Alter war, ich auch. Ich auch. Ehrlich? Na, nur ist zu spät. Ich bin bloß froh, dass Millie noch nichts mit Jungs am Hut hat. Du, Tobi, das finde ich echt toll von dir, dass du extra wegen mir hierher gekommen bist. Och, das war doch ein Klacks. Euer Schiff ist ja nicht besonders schnell. Und dass du angerufen hast... Tobi. Was? Hast du schon mal ein Mädchen geküsst? Du, das ist echt in. Was? Na, küssen. Und? Nicht übel. Morgen fahre ich auf den Bauernhof von meiner Oma. Hast du nicht doch noch Lust mitzukommen? Ja, Tobias, ich würde ja gern, aber das kann ich Mama nicht antun. Ist doch nur übers Wochenende. Meine Oma würde sich bestimmt freuen. Und ich mich auch. Ja, aber weißt du, erst haut Alfred ab, dann Caro und jetzt ich? Nee, du, das geht nicht. Millie, es geht! Ich glaube, jetzt sind wir die Letzten der Mohikaner. Henry, es gibt Expeditionen, da bleiben manchmal noch weniger übrig. Ja, da hast du recht. Aber heute Abend machen wir es uns richtig gemütlich. Nun gerade. Du wolltest doch mal so abgeholt werden, oder? Wow! Gefällt dir das Maschinchen? Hä? Hast du die etwa gekauft? Oh, ausgeliehen. Henry, dann gefällt sie mir sehr gut. Ja, na komm. Achtung! Ja. 2 Zentner Lebendgewicht. Ja! Thank you.
Aber du bist auch kein Auto. Nein, das bin ich nicht. Störe ich? Aber nein, Frau Voss, kommen Sie nur. Ich habe eine große Bitte. Könnten Sie vielleicht in den nächsten 3 Wochen unseren Postkasten entleeren? Wir fahren nämlich in Urlaub. Ach, Sie fahren weg? Wohin denn? Wir haben uns ein Hausboot gemietet. Ach was. Ach was. Ein Hausboot. Ein Hausboot. Hast du das gehört, Hast Alfred? Du das gehört, Gundula? Ein Hausboot. Aber natürlich kümmern wir uns um Ihre Post. Schließlich sind wir doch Nachbarn. Na, das will ich doch meinen, Frau Babchinik. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Schön. Ja, und wie sagt man noch bei Schiffen, Olli? Ahoi. Bitte? Ahoi. Ach so, ja, richtig. Ahoichen, Frau Voss! Oje, oje, hier soll ich kochen. Du sollst dich erholen. Ich koche. Du? Ja, ich. Bitteschön. Seegang heute. Ist dir was, Vicky? Nein, nein. Ich muss irgendwie was Schlechtes gegessen haben. Alle Mann zu mir! Also, hier sind die Schwimmwesten. Oh, rechnest du mit einer Havarie? Henry, man weiß nie. Vielleicht verirrt sich ja ein Eisberg. Außerdem, die Titanic hat auch nicht mit ihrem Untergang gerechnet. Also, wenn Alarm kommt, sofort die Schwimmwesten anlegen und alle Mann an Deck. Und von nun an... Alles hört auf mein Kommando. Aye, aye, Captain! Das ist ein Bilderbuchwetter, hä? Stimmt! Mama, guck mal dort, die Kelly-Familie. Also, wir möchten endlich mal wieder alle gemeinsam in die Ferien fahren, stimmt's? Oh ja, ja, alle zusammen. Und das soll natürlich ein richtiger Traumurlaub werden. Ja, wissen Sie, einer mit allem drum und dran. Ja, genau, mit richtig viel Wasser. Und Ruhe. Aber nicht langweilig. Tja, an welche Gegend dachten Sie denn? Kanarische Inseln, Norwegen, Griechenland, Alaska, mehr Norden oder lieber Süden? Ach, wissen Sie, das ist uns ganz egal. Hauptsache, es ist schön da und jeder hat seinen Spaß. Was würden Sie denn gern im Urlaub tun? Angeln. Da habe ich genau das Richtige für Sie. Hochseeangeln. Etwas für Kenner. Was? Vergiss es. Du bist doch kein Fischmörder. Ja, und wenn ich die Fische gleich alle wieder ins Wasser schmeiße? Eigentlich will er doch nur die Regenwürmer baden. Dann komme ich nicht mit. Ach, Caro. Nun sag mal, wie stellst du dir denn den Urlaub vor? Sonne. Wasser. Wasser? Oh ja, ich muss unbedingt surfen. Das ist mir ja alles viel zu wenig. Ich will Abenteuer. Da habe ich genau das Richtige für Sie. Eine Kreuzfahrt zu den Galapagos-Inseln im Pazifik. Viel Wasser, viele Fische und eine abenteuerliche Welt mit seltenen Tierarten. Oh, stark. Mama, da müssen wir unbedingt hin, ja? Da war bestimmt noch keiner aus meiner Klasse. Ist das nicht ein bisschen weit weg?
Henry, das ist es doch gerade. Keine Anrufe, keine Besuche, kein Computer. Und Alfred findet das auch. Das wären dann also für alle fünf zusammen abzüglich Kinderrabatt plus Saisonzuschlag zuzüglich Mehrwertsteuer gleich 32.890 Mark und 20. Darf ich für Sie buchen? Ah ja. Ja, das überlegen wir uns dann doch noch mal. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Kopf hoch, Kinder. Machen wir mal wieder Rasenurlaub im Garten und jeder kann machen, was er möchte. Cool. Ja. Das kommt gar nicht in Frage. Wir fahren gemeinsam in die Ferien. Alfred, komm, sind wir nun eine Familie? Ja oder nein? Alfred! Was war denn das für ein Spinner? Das ist Rico, so ein Angeber aus der Oberstufe. Expedition gehen ins Landesinnere. Schon wieder? Das macht ihr doch schon seit 3 Tagen, seit wir hier angelegt haben. Na, du hast doch gesagt, wir sollen die Gegend erforschen. Das stimmt. Und heute komme ich auch mit. Du? Ja, warum nicht? Aber sonst machst du doch immer ein Nickerchen nach dem Essen. Heute mal nicht. Ach, Vicky, weißt du, ich glaube, es ist nicht das Richtige für dich. Der Weg ist anstrengend. Na, und weit trotz Fahrrad. Aha, und für dich nicht? Oh doch, und wie? Ich mach's doch nur der Kinder wegen. Aber es muss sich doch nur einer opfern. Hm? Ruh du dich nur schön aus. Ach, Henry, bei so viel Liebe muss ich mich einfach aufs Ohr legen. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Dankeschön. Ist hübsch bei Ihnen. Ja. Vielleicht haben Sie ja mal Lust, mit Ihrer Familie bei uns Ferien zu machen. Wir haben eine Menge zu bieten. Pferde, Westernreiten, Kostümverleih. Wissen Sie, meine Familie ist mehr für die See. Ach, na, baden können Sie natürlich auch bei uns. Ich meine See und Schifffahrt. Außerdem ist mein Schwiegervater nicht mehr der Jüngste, für den ist das hier gar nichts. Sagen Sie das nicht. Seit 3 Tagen kommt ein reizender älterer Herr mit seinen beiden Enkeln zu uns und alle sind hellauf begeistert. Mhm. Möchten Sie etwas essen? Ach ja, ich möchte gern eine Pizza. Nein, ich möchte 5 Pizzas und eine davon zum hier essen. Na wunderbar, wir haben noch Plätze frei. Hey Mama, willst du auch mal reiten? Nanu, Vicky! Wie hast du uns denn ohne Kompass gefunden? Mit meiner Spürnase, ihr Verräter! Lasst mich hier einfach auf dem Kahn allein und macht hier Tamtam, ihr Landratten! Auch. Das wären denn also für alle 5 zusammen abzüglich Kinderrabatt plus Saisonzuschlag zuzüglich Mehrwertsteuer gleich 32.890 Mark und 20. Darf ich für Sie buchen? Ah ja. Ja, das überlegen wir uns dann doch noch mal. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Kopf hoch, Kinder. Machen wir mal wieder Rasenurlaub im Garten und jeder kann machen, was er möchte. Cool. Das kommt gar nicht in Frage. Wir fahren gemeinsam in die Ferien. Alfred, komm, sind wir nun eine Familie? Ja oder nein? Alfred! Was war denn das für ein Spinner? Das ist Rico, so ein Angeber aus der Oberstufe. Aber einen tollen Schlitten hat er schon unterm Hintern, wa? Muss mal sehen, wie viel Weiber dem hinterherrennen. Der hat jede Woche eine neue Freundin. Richtig eklig.
Ey, Caro, der will das von dir. Hey, Caro. Hi, Rico. Heiße Maschine. Na, wie ist es? Lust auf eine kleine Spritztour? Klar. Ja, ich will den Kuchen. Danke. Ob ich auch mal so werde? Wer weiß. Ach, Mensch. Hi, Milli. Oh, hi, Tobi. Tolle Maschine. Geht's dir nicht gut? Typisch, bei mir funktioniert sowas nie. Musst du unbedingt den ganzen Clan zusammen losziehen? Seid doch einfach ab und bleib hier. Wir könnten total auf High Life machen. Schön wär's. Kennst meine Mutter nicht, wenn die sich was im Kopf gesetzt hat. Hey, ich hab was für dich. Eine Telefonkarte? Na, wenn ich dein Clan nicht gerade in die Wüste verschlepp, komm ich dich besuchen. Brauchst mich nur anrufen. Oh ja. So, und jetzt bitte die ganze Familie hintereinander aufstellen. Und alle anfassen. Und die Augen zu. Und alle mir nach. Alfred, komm! Und nun die Augen auf. Darf ich vorstellen, das ist Elvira. Ein alter Kahn? Das ist ein Hausboot. Kann man damit auch fahren? Ja, na klar. Ich habe ja extra meinen Motorbootführerschein erneuert. Ach, wir wussten ja gar nicht, dass du sowas hast. Ja, da könnt ihr mal sehen. Mama macht eben nicht nur die Straßen unsicher, sondern auch die Weltmeere. Abwarten, Henry. Wollen wir mal gucken gehen? Hallo? Ja, na los. Los, Alfred, lauf. Henry, du sagst ja gar nichts. Drei Minuten und 20 Sekunden, das ist ja eine lausige Zeit. Mensch, geht Vicky, was ist denn los? Gehen wir jetzt unter? Unsinn, das war eine Rettungsübung. Wegtreten. Meine Güte, das gibt's nicht. Bist du wahnsinnig? Elvira, entweder du machst deinen Job oder du wirst verschrottet. So, jetzt mache ich uns ein gemütliches Abendbrot und dann lassen wir uns in die Koje fallen. Überraschung! Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen eine Expedition. Mitternachtspicknick draußen in der Wildnis. Wahnsinn. Muss ich da mit? Also ich würde sagen, ich würde ja auch... Die ganze Mannschaft, mir nach! Nein, Leichtmatrose Alfred, du bleibst an Bord, du übernimmst die Ruderwache. Warum bin ich kein Hund? Waff! Mama, wann sind wir endlich da? Ich kann nicht mehr. Ich hab Hunger. Jetzt reißt euch doch mal zusammen. Was seid ihr denn für Forscher? Henry, wo bleibst du? Der ist doch schon längst weg. Hoffentlich ist ihm jetzt nichts passiert. Ach, was soll ihm denn passiert sein? Er hat keine Kondition mehr. Los, da vorne errichten wir unser Picknickcamp. Und Henry liegt jetzt schön mit Alfred in der Koje und pennt. Oh Mann, haben die's gut. So. Hier ist jetzt erstmal was Warmes. Das hebt die Stimmung. Danke. Mama, du kniest auf meinem Fresspaket. Oh, entschuldige, dann nimm doch meins. Auf dem Käse sind Ameisen. Ist doch nicht so schlimm. Caro ist doch die Vegetarierin. Oh, und außerdem sind die überall Mücken. Was seid ihr denn für Memmen? So wie wir hier an diesem Lagerfeuer sitzen. So saßen damals die ersten Siedler, als sie den amerikanischen Westen erforschten. Mann, waren das arme Schweine. Also als ich in eurem Alter war, da war ich ganz scharf drauf, Abenteuer zu erleben, so wie...
Oh ja, ja, alle zusammen. Und das soll natürlich ein richtiger Traumurlaub werden. Ja, wissen Sie, einer mit allem drum und dran. Ja, genau, mit richtig viel Wasser. Und Ruhe. Aber nicht langweilig. Tja, an welche Gegend dachten Sie denn? Kanarische Inseln, Norwegen, Griechenland, Alaska, mehr Norden oder lieber Süden? Ach, wissen Sie, das ist uns ganz egal. Hauptsache, es ist schön da und jeder hat seinen Spaß. Was würden Sie denn gern im Urlaub tun? Angeln. Da habe ich genau das Richtige für Sie. Hochseeangeln. Etwas für Kenner. Was? Vergiss es. Du bist doch kein Fischmörder. Ja, und wenn ich die Fische gleich alle wieder ins Wasser schmeiße? Eigentlich will er doch nur die Regenwürmer baden. Dann komme ich nicht mit. Ach, Caro. Nun sag mal, wie stellst du dir denn den Urlaub vor? Sonne, Wasser. Wasser? Oh ja, ich muss unbedingt surfen. Das ist mir ja alles viel zu wenig. Ich will Abenteuer. Da habe ich genau das Richtige für Sie. Eine Kreuzfahrt zu den Galapagos-Inseln im Pazifik. Viel Wasser, viele Fische und eine abenteuerliche Welt mit seltenen Tierarten. Oh, stark. Mama, da müssen wir unbedingt hin, ja? Da war bestimmt noch keiner aus meiner Klasse. Ist das nicht ein bisschen weit weg? Henry, das ist es doch gerade. Keine Anrufe, keine Besuche, kein Computer. Und Alfred findet das auch. Das wären dann also für alle fünf zusammen, abzüglich Kinderrabatt, plus Saisonzuschlag, zuzüglich Mehrwertsteuer, gleich 32.890 Mark und 20. Darf ich für Sie buchen? Ah ja. Ja, das überlegen wir uns dann doch noch mal. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Kopf hoch, Kinder. Machen wir mal wieder Rasenurlaub im Garten und jeder kann machen, was er möchte. Cool. Ja, das kommt gar nicht in Frage. Wir fahren gemeinsam in die Ferien. Alfred, komm, sind wir nun eine Familie? Ja oder nein? Alfred! Was war denn das für ein Spinner? Das ist Rico, so ein Angeber aus der Oberstufe. Aber einen tollen Schlitten hat er schon unterm Hintern, wa? Muss mal sehen, wie viel Weiber dem hinterherrennen. Der hat jede Woche eine neue Freundin. Richtig eklig. Hey, Caro, der will was von dir. Hey, Caro. Hi, Rico. Heiße Maschine.